In fact, I have another game. Er hat noch ein Spiel. A question game, but which gets at this idea. I come in with a attaché case, you know, and I tell the students that I have a computer inside this case. Also, er kommt mit einem Tasche in den Raum rein und er sagt den Studenten, es gibt einen Computer drin. And that this computer can answer any question that they have. Anything. Und dieses Computer kann alle Fragen antworten. Alles. So the students say, I say, well, just ask me questions. Also frag, also nur. And the students, some student will say, what is my father's name? Und ein Student sagt, was ist der Name meines Vaters? And then I say, well, you already know your father's name. and this is a very expensive computer. So I don't use it unless for very important questions. Also der Student fragt nach dem Namen seines Vaters und dann antwortet Herr Postman, aber das wissen Sie schon. Und dieser Computer ist sehr teuer und ich verschwende es nicht auf solchen Fragen. Ich behalte es für besondere oder wichtige Fragen. So then they, that helps them a little and they start to ask other questions like where is Austria, let's say. Das hilft ihnen ein bisschen und dann fangen sie an andere Fragen zu stellen, zum Beispiel wo ist Österreich. And then I say, well, look, this computer is very expensive. You can go to a encyclopedia and find out where Austria is. Stop bothering my computer with questions that are easy to answer or questions you already know the answer to. Ja, und dann sagt er daraufhin, ja, guck mal, dieses Computer ist sehr, sehr teuer und mit solchen Fragen soll man es doch nicht verschwenden. Frag nicht die Fragen, dass man von einem Lexikon oder sowas oder aus Büchern rausholen kann oder Fragen, die ihr schon den Antwort wissen. And we work through this. You all realize there is no computer in my attaché case. Sie wissen schon alle, es gibt doch kein Computer in der Tasche drinnen. Yeah, you understand that. I'm just pretending. But they eventually begin to get they will then say, well, okay, who's a better actor, Bruce Willis or Schwarzenegger? Und dann fangen sie doch an andere Fragen, zum Beispiel, wer ist der beste Schauspieler, Bruce Willis oder Schwarzenegger? And then when they get to that point, I can really begin to sharpen their thinking because I can say, well, what do you mean by better? Und wenn sie an diesen Punkt anlangen, dann kann ich anfangen, mit ihrem Denken zu schärfen, weil dann kann ich fragen, was meint ihr mit besser? And then, of course, they will at first say, well, better. You know, which one would you rather see? Ja, besser. Ja, was ist das Beste? Derjenige, den man am liebsten sehen möchte. So then I would have an opportunity to say, well, that is a different question from which one is better. And then we'd also talk about the meanings of better.
and what authority one would use to say whether one thing is better than another. Dann sagte, das ist aber eine andere Frage. Und dann kommt man zurück auf das Bessersein und welchen, was ist besser und welche Autorität man sich nehmen würde, um das zu entscheiden. The goal of an exercise like this is to get the children to the point where they don't care about my secret computer. Do you understand that? Where they have already been learning about how to ask questions. Of course, they never really believe that I have a secret computer in there. But the idea is for them to say, we don't need your secret computer. We know how to ask questions, and we are beginning to know where to look for answers, and more important, how to look for answers. Das Ziel ist, dass die Kinder den Computer total vergessen. Die wissen schon zwar, dass es keine an für sich gibt, aber dass sie durch das Fragen stellen lernen, diesen Computer nicht mehr gebrauchen oder brauchen. Dass sie lernen, Fragen, echte Fragen zu stellen, die Antworten zu finden oder wo sie zu suchen haben, um Antworten zu finden. Just one more thing and then Herr Richter will, I'm sure, have a few things to say. His description of children is very poetic and profound. Verstehst? Die Beschreibung von Kindern von Herr Richter ist sehr poetisch und tiefgehend. Yeah. But I am not as a poetic or profound as that. Metaphysical approach, Elizabeth, is that education is largely about correcting our mistakes. Maybe you ought to say that. Yeah. Also Herr Postman sagte, er selber sei nicht so tiefgehend oder so poetisch. Seine ja, er nimmt an, dass die Erziehung ist im größten Fall über, wie wir lernen, unsere Fehler zu korrigieren. I understand that education in Waldorf schools emphasizes creativity, for example, and I think that's a wonderful thing. My own view is that all education is remedial. Do you know this word? Yeah. Also in der Waldorf Erziehung, da hat man den Hauptschwerpunkt bei der Kreativität. Aber für Herr Postman soll alle Erziehung eine Hilfsklasse oder das Element der Hilfsklasse haben. And this approach to education, which is that... Oder heilend sein. Yeah, that... Yeah. Okay. Verzeihung, Förderklasse. Also diese Förderung haben. Nein. You see, this is my point. All education is remedial. We're correcting Jenny here. Also, alles ist am Verbessern. Vielleicht ist es, dass man immer wieder diese Korrektur macht und diese Heil dabei bringt. Now, this approach to education has a long tradition, because it is the point of view, or was the point of view, of Socrates, who believed that by
asking students questions, they can correct the mistakes they make in thinking. That was his point of view, and this is my own view, that we come to our students, that is teachers, and they come to us filled with mistakes, filled with errors, filled with stupid questions. And it's the job of education in the interaction between teachers and students to improve ourselves by reducing the degree of our ignorance and stupidity. Somewhat negative view of things, but I tend to look at it this way. Also diese Wege der Erziehung sind sehr alt. Schon bei Sokrates hat er seine Schülern Fragen gestellt, damit sie sich selber korrigieren könnten. Und wir jetzt als Lehrer kommen voll Fehlern, Fehleinstellungen und die Kinder auch. Und das Ziel oder ja, Hauptzweck der Erziehung liegt zwischen Lehrer und Schülern, um die beiden zu verbessern, indem sie wenige Fehleinstellungen, wenige Blödheiten fast in sich tragen. But I would add this, and maybe this is what you had in mind when you said that there are no stupid questions, only stupid answers, that if you can get young people to express the questions, this is good. But that's just the beginning. It's not the end, just to have them ask questions. That's the beginning. The process now is to have them examine their questioning behavior, their definitions, their assumptions. I had a student actually ask me once something about, what do I think the creatures on Mars are like? You better translate that. Yeah. Er möchte noch was dahin hinzufügen. Zu dieser dumme Fragen, dumme Antworten Frage. Es ist sehr wichtig, dass die Studenten lernen, Fragen zu stellen. Das ist sehr gut, aber das ist nur ein Anfang, das ist kein Ende. Sie müssen dann lernen, das Frageprozess zu bewerten, zu sehen, was sie für Definitionen da schon hereingetan haben oder Vorwegnehmungen und solche Sachen. Und da hatte er einen Student, der kam und fragte, was meinen Sie, wie meinen Sie, sehen die Lebewesen auf Mars aus? Now the problem with that question, of course, is that there's an assumption embedded in it that there are creatures on Mars. So I don't know if we would call this, I wouldn't call it a stupid question, but I would call it a question that needs some work. I mean, the person who was asked this question has to think about the question. So that's what I really meant. I understand that when you say there are no stupid questions, I think I know what you mean, that we want students, our young people, to ask questions. But my answer is, this is the beginning of our work, not the end. It's easy enough, I think, to stimulate young people to ask questions. But the real work comes to get them to think about this questioning behavior and make it better.
Da hat der Student angenommen, es gäbe Lebewesen auf Mars, und da muss er sich noch weiter überlegen. Also die Frage braucht ein bisschen mehr Arbeit. Und darauf kommt es an, dass wir lernen zu denken über unsere Fragen. Wir wollen natürlich, dass die Studenten Fragen stellen lernen, aber das ist ein Anfang, nicht ein Ende. Es ist an für sich leicht, die Schüler anzuregen, Fragen zu stellen. Aber die Arbeit ist, dass sie darüber nachdenken, dass sie sich auf ihre Fragen besinnen. Ich möchte gerne anschließen an diesen Dialog, der sich jetzt da ergeben hat, bezüglich der dummen Fragen. Herr Postman hat auf Sokrates verwiesen und auf seine Methode, den Schüler zum Denken anzuregen. Nun meine ich, dass bei Sokrates, wenn man das also liest, von einem seiner Schüler, nämlich Plato, Sokrates selbst hat sich ja verwehrt des Schreibens, wenn man das liest, dann ist das bemerkenswert, dass man bei manchen der Dialoge den Eindruck hat, dass Sokrates die Antwort absolut nicht wusste. Und diese Bemühung zwischen Sokrates und dem, der gefragt hat, der hat für beide etwas Neues gebracht. Es waren also keine rhetorischen Fragen, es waren nicht Fragen, wo es nur eine Antwort gab oder Fragen, die künstlich mit einem Fragezeichen versehen waren, sondern diese Fragen haben Sokrates wohl selbst auch interessiert. Nikolaus von Kues greift in seinen philosophischen Schriften dieses selbe Prinzip auf, und eines seiner Hauptwerke heißt Die gelehrte Unwissenheit. Ein Widerspruch, eine Antinomie. Und dann geht es in dieser gelehrten Unwissenheit darum, dass der Laie demjenigen, der eigentlich die Antwort wissen müsste, dazu verhilft, dass er die Antwort neu und anders sieht bzw. anders stellt. Das heißt, es gibt auf eine Frage eben nicht nur eine Lösung, sondern sehr, sehr viele Lösungen. Man könnte jetzt auch sagen, gut, wenn da das Dumme anscheinend einen so hohen Stellenwert hat, warum muss man dann überhaupt gescheit werden? Es ist wohl wichtiger, dumm zu bleiben. Und diese Frage geht jetzt ein Künstler des 20. Jahrhunderts, Sie haben ein Bild von ihm heute gesehen, zwei Fotos einer Aktion an, Josef Beuys, der sehr knapp formuliert, ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten. Denn anscheinend gelingt es uns heute gar nicht mehr, unwissend, naiv, ursprünglich, jetzt würde ich sagen, kindlich zu sein. Und dumm hat ja immer ein bisschen so einen pejorativen Sinn, dass es als negativ angeschaut wird. Es ist für den Lehrer doch sehr interessant, aus welchen Beweggründen solch eine Frage gestellt wird. Ich untersuche jetzt nicht den Inhalt der Frage, sondern was veranlasst ein Kind, einen Studenten, so eine Frage zu stellen? Und wenn ich diesem Grund nachlausche, nachgehe, dann kann ich nicht mehr sagen, es gibt dumme Fragen oder dumme Antworten, sondern da wird die Sache, meine ich, in einem Dialog sehr spannend. Herr Postman hat gesagt, Erziehung besteht zu einem Gutteil oder Hauptteil darin, wie lerne ich die Fehler zu korrigieren. In Sokrates könnte jetzt ein Dialog so beginnen, dass Sokrates dann denjenigen, der fragt, eine Frage zurückgibt. Das ist sehr interessant, dass du diese Behauptung aufstellst. Kannst du mir denn zunächst einmal sagen, was sind Fehler?
Und dann gibt es viele Antworten. Also wenn man einen rechten Schuh ans, an linken Fuß anzieht, wenn man nachts arbeitet und nicht tags und so weiter. Da gibt es also ganz viele Sachen. Das ist gut, das ist gut. Das sind also die Fehler des modernen Menschen und so weiter. Aber sag mir mal, was ist der Fehler? Kann ich nicht sagen. Was ist falsch, was ist richtig? Und jetzt im Untersuchen, im Nachdenken, im Nachspüren, da kann man dann erleben, wenn man das ernst nimmt. Und so könnte ich auch die Frage weiterführen, was heißt denn korrigieren? Wie korrigiere ich? Korrigiere ich zu einer Lösung hin oder gibt es viele verschiedene Lösungen? In dieser Art des Nachforschens, des Untersuchens, da meine ich, entsteht etwas, was im Dialog zwischen dem Kind, dem Studenten, dem Lehrer, dem Professor, den Charakter des Erquicklichen hat. Ich kriege nämlich etwas heraus, was ich vorher nicht wusste. Goethe stellt in seinem Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange folgende Unterhaltung zur Diskussion, möchte das eigentlich bewegt wissen. Was ist wertvoller als Gold? Das Licht. Was ist noch wertvoller als Licht oder was ist erquicklicher als Licht? Das Gespräch. Und erquicklich ist eben, meine ich, immer etwas, wo sich eine Sache ereignet, die vorher noch nicht da war. Wo etwas entstanden ist und ich erlebt habe, ich kann Schöpfer von Neuem sein. Nicht nur zu dem kommen, was es schon gibt, sondern etwas Neues finden. Und da komme ich zu einem Punkt, den ich bei Herrn Postman immer wieder in seinen Werken, vor allem in seinem letzten Buch gefunden habe. Und da möchte ich dann eine Frage anschließen. Herr Postman schildert, er hat das auch gestern Abend getan, die Wichtigkeit von Erzählungen innerhalb der Erziehung. Nicht Erklärungen, sondern Erzählungen. Bildhaftigkeiten, sinnstiftenden Figuren, könnte man das auch nennen. Und solche sinnstiftenden, bildhafte Figuren, die haben wir, deswegen habe ich dieses Beispiel von Goethe jetzt gewählt, in den Märchen. Und in allen Märchen, meine ich, geht es um dieses Problem des Fragens und der Antwortfindung oder der Lösungsfindung oder der Korrektur. Nur, und das ist das Besondere, wenn Sie zum Beispiel an so ein Märchen wie das vom tapferen Schneiderlein denken, da ist ja das Erquickliche daran, bei dem tapferen Schneiderlein, ich denke, das ist ein erquickliches Märchen, da ist das Erquickliche daran, dass die Lösungen immer unerwartet sind. Wenn er also aufgefordert wird, noch höher einen Stein zu werfen oder etwas zu werfen als der Riese, dann versucht er das erst gar nicht mit einem Stein, sondern er nimmt das, was eben tatsächlich höher fliegen kann. Er hat andere Möglichkeiten, also einen Vogel. Wenn es darum geht, aus einem Stein Wasser herauszudrücken, dann nimmt er nicht das, was er nicht kann, sondern er nimmt das, worüber er verfügt, das ist eben dann ein Käse. Und das verwirrt den anderen, weil der auf seine Frage immer nur eine Lösung gehabt hat. Wenn ich etwas in die Luft werfe, dann ist es ein Stein. Was anderes werfe ich ja nicht in die Luft. Wenn ich etwas drücke, dann ist es auch ein Stein. Etwas anderes drücke ich nicht. Wie komme ich auf die Idee, Käse zu drücken? Und so weiter. Also wie führe ich im gemeinsamen Entdecken mit den Kindern diese Situationen herbei, wo ich selbst wieder Kind werde und wo Erquicklichkeit entsteht, wo Weltentdeckung möglich wird. Da nun in den Märchen das
meine Ich vorhanden ist und wir in vielfältiger Form ja Geschichten gerade in der Waldorfschule erzählen, möchte ich da eine Frage an Herrn Postman stellen, ob er meint, wenn er es betont, wie wichtig es ist, dass man Geschichten hat, Geschichten findet, ob die Fähigkeit bei den Kindern wie auch bei den Erwachsenen, aus den Geschichten die Fragen zu entdecken, so abgenommen hat, dass wir die Kinder zum Fragen hinführen müssen. Ob das nicht früher vielleicht in der Möglichkeit bestanden hat, Märchen zu hören, Bilder zu betrachten, in der Menschenbegegnung eine Frage zu empfinden. Das wäre meine Frage an ihn. Well, yeah, well, this is a very fundamental question. And while you were speaking, I was trying to think maybe of the difference between me and you. Why don't you say that? Dies ist eine sehr grundlegende Frage. Und während Herr Richter sprach, hat Herr Postman an den Unterschied gedacht oder darüber nachgedacht zwischen den beiden. When did Rudolf Steiner die, Elizabeth? When did Steiner 1925. Die? 1925. Every person who has a philosophy of education develops it, of course, out of his or her own experience. Can you do that? Yeah. Jeder Mensch, der eine Philosophie von Erziehung hat, entwickelt solche aus der eigenen Erfahrung. And I was born at a time when there was a worldwide economic depression. The century in which I've lived has featured continuous mass murder, far exceeding anything humanity experienced in 20 previous centuries altogether. The three great narratives of this century were fascism, Nazism, and communism. We've experienced two global wars. So it's been a pretty depressing century. And I grew up learning to hate irrationality. And I suppose maybe Rudolf Steiner, maybe he died too soon. Had he lived into the 50s and 60s, maybe he would have seen things differently. But my whole approach to education is built on a kind of narrative. The narrative being that humans are extremely dangerous to each other when they abandon their powers of rationality. So everything I really have written and talk about, even if I don't always express it quite that way, is about that. Nothing frightens me more than when a human being has abandoned reason. So I'm going on, Jenny will fix this up. And so my whole notion, some people think that I emphasize too much this aspect in my concept of education. They're probably right. But my whole idea is that in school, we have this one opportunity
to help young people develop their capacity for reasoned thought. And if we don't do it there, for the most part, it doesn't get done. So I don't know, Herr Richter, where we will find some new narrative in this century. I mean, please forgive my rant going on here for a moment, but when Václav Havel spoke to the United States Congress, he said, where will the people who have abandoned Marxism get a new God? A billion people in the world believed in the great story of Karl Marx, in the triumph of the proletariat, that this was inevitable. This was part of history itself. What a terrific story. And then all at once, everyone seemed to stop believing it. And Havel said, where will they get a new God? Where will they get a new story? He said, we are very dangerous people in East Europe, because people without a narrative will find one someplace. It could be Zhirinovsky. They call him, what, the Russian Hitler? It could be skinheads. People would rather have an evil narrative than no narrative at all. So this is Mr. Fritz said everything was all right in Austria. Those of you who were there may remember that. I didn't take him seriously. I think Herr Richter put it, it's a good question. Are we so cynical now that we cannot find a narrative that is humane and decent with which we and our children can live? The terrifying thing is that this may be true. I know some Europeans, Eastern Europeans, they look to America now that Karl Marx is dead. What does America say? Believe in a market economy? What the hell kind of narrative is that? I mean, is that what we tell the Russians? Don't worry. Believe in a market economy, and you will find peace and meaning in life. It's not going to work. So they're going to find another one. And it may be a terrible one. Am I depressing you? I'm beginning to get depressed here, just hearing myself talk. But that's why I wrote that book, at The End of Education. I mean, I don't know the answer. People are apt to think Americans are always very hopeful. You know, we like new things and we're not held down by tradition. And there's some truth in that. But we're desperate in America. We don't know what to do in education. We don't know what to do with half our social institutions. And that's because we've lost a sense of what we should believe in. Now, whether this is true or not of your own people or people in Europe, it's hard to say. But wherever, I'll end this ramble by saying one of the reasons I'm so interested in the Waldorf schools, it's not that I agree that much with Rudolf Steiner. I think he died too soon, see? But that he did have
a metaphysical idea. He did have a narrative, a reason for learning, which all of the Waldorf schools represent. And this is in such contrast to what I see in most schools in America, where there is no reason. The children are just showing up, the teachers show up, they have a curriculum that no one believes in, and they just go through the motions. So I do thank you, Elizabeth, for inviting me to be here. And don't be depressed, just forget what I said. And think about lunch. Yes. You have to hear this all over again? You too. Ja. Herr Postman sagte, dass er selbst in einer Zeit von einem starken Geldrückganges geboren ist, dass er selber ein Jahrhundert erlebt hat, wie wir, wo Massenmord nie so groß wie diesen Jahrhundert gewesen ist. Und er meint, Rudolf Steiner sei zu früh gestorben, dass er dieses nicht erlebt hat. Oder, ja. Und die großen, drei großen Erzählungen unseres Jahrhunderts sind bis jetzt gewesen Faschismus, Narzissmus und Kommunismus. Ja. Und wir haben auch zwei großen Weltkriege in diesem Jahrhundert auch gehabt. Also ein sehr bedrückendes Jahrhundert, könnte man sagen. Und er ist groß geworden, indem er gelernt hat, Unsinn zu hassen, Herr Postman selbst. Und er meint, hätte Rudolf Steiner anders gelebt, in den 50er, 60er Jahren, also bis dann gelebt, dann hätte er vielleicht die Sachen anders gesehen. Es ist sehr gefährlich, wenn in eine ihrer Erzählungen, diese großen Erzählungen, die Menschen den Sinn oder wegwerfen, wenn sie unsinnig werden. Und deshalb hat er so viele Bücher geschrieben oder seine Bücher sind in diese Richtung geschrieben, diese Gefährlichkeit von Unsinn. Sogar, das ist so, dass nichts ihm mehr in Angst setzt als Unsinn. Oder, ja. Ja, okay. Ja. Ist irrational ein deutsches Wort auch? Okay. Und seine, Herr Postmans Hauptidee ist, dass in die Schulen man hat die einzigste Möglichkeit, die Kinder beizubringen, dass sie rationale Gedanken oder Denken lernen. Und wenn sie das nicht in der Schule lernen, dann werden sie es nirgends lernen können. Aber was er nicht weiß, ist, wo wir die neuen Erzählungen herkriegen. Havel hat in Amerika gefragt, wo werden die Menschen, die Marxismus rausgeworfen haben, einen neuen Gott finden? Marxismus war eine sehr große Erzählung, aber das ist, ja, alle haben aufgehört, das zu glauben. Aber jetzt, wo ist denn die neue Erzählung, den neuen Gott? Und da ist eine sehr große Gefahr. Wenn keine Erzählungen zu Hande sind, dann finden Menschen welchen. Und die Menschen würden sehr viel lieber eine böse Erzählung haben als gar keine. Und die Frage ist, sind wir so zynisch geworden, dass wir keine Erzählungen finden können, womit wir wirklich leben können? Man kann ja den Osteuropäern, also
sehen Sie, Sie sagen, Sie sollten USA anschauen, und da haben Sie eine Erzählung von der Marktökonomie. Aber ist das wirklich eine reale, eine wirksame Erzählung? Gibt es, bringt es Friede und Bedeutung im Leben? Sie werden sich natürlich unzufrieden damit finden, und dann müssen Sie eine andere suchen. Und es kann, könnte eine fürchterliche Erzählung sein. Er sagt, er weiß die der Antwort nicht. Aber man sagt immer von Amerika, die sind immer hoffnungsvoll. Sie haben immer Lust auf was Neues. Aber die sind auch in der Enge getrieben. Sie wissen nicht, was sie zu tun haben in der Erziehung. Sie wissen auch nicht, worin sie zu glauben haben. Und ein Grund, dass Herr Pößmann Interesse hat in der Waldorfpädagogik, ist, weil Rudolf Steiner ja eine große Erzählung hatte. Er hatte einen Grund für das Lernen. Und das ist im großen Gegensatz zu vielen Schulen in den USA. Da kommen Lehrer und Schüler in der Schule herein und haben einen Stundenplan, worin sie gar nicht glauben. Und deshalb freut er sich so sehr, dass er hier heute ist. Was ich vorher gesagt habe, das waren nicht Beispiele für Irrationalität, habe ich gemeint, sondern ich habe versucht darzustellen, dass es andere Formen als nur Eingleisigkeiten von durch naturwissenschaftliche Logik geprägte Antworten gibt. Das ist meine Hauptbotschaft. Dass wenn wir zu einer Veränderung, zu einer anderen Erzählung kommen wollen, wir auch andere Dimensionen, und eine davon habe ich heute am Vormittag versucht zu schildern, andere Dimensionen in unser pädagogisches Denken und in unser Weltverhältnis mit einbeziehen können. Konkret meine ich diese, wenn Sie das so nennen, dann mag das vielleicht eine gewisse Richtigkeit haben, aber dieses Paradoxon einer Logik schöpferischer Prozesse, wo das Hervorzubringende, so das, was noch nicht da ist, die Fähigkeit erzeugt, etwas hervorzubringen. Also das Zukünftige erzeugt in mir die Fähigkeit, etwas hervorzubringen. Und an diese Quelle heranzukommen, an diese Ursprünge heranzukommen, meine ich, ist einmal zunächst eine Aufgabe des Lehrers, und dann wird es in Zukunft die Aufgabe mehr und mehr des Kindes bzw. des dann Erwachsenen sein, dass er auf eine verfahrene Situation, auf eine Möglichkeit, nicht nur die eine Antwort weiß, die ihm sagt, nein, das geht nicht, sondern dass es 5 oder 6 andere Möglichkeiten gibt, eine Situation zu untersuchen, zu beantworten und zu gestalten. Das meine ich mit der schöpferischen Prozesse, wo das Hervorzubringende die Fähigkeit erzeugt, dass etwas hervorgebracht wird. Wenn man nun sagt, Rudolf Steiner ist zu früh gestorben, dann nicken da sicher viele Anthroposophen auch und bedauern das sehr tief. Das ist richtig. Ich kann das jetzt aber auch, nein, das tue ich nicht, dass ich es anders formuliere. Ich möchte da eher folgende Situation schildern. Es gibt kaum ein Gebiet, zu dem sich Rudolf Steiner nicht geäußert hätte. Auch zu den Folgen eines bolschewistischen, wie er das damals nannte, Erziehungssystems. Auch zu den Folgen einer Politik, wie sie Woodrow Wilson entwickelt hat und so weiter. Das sind deutliche Antworten auf das, was sich eben 1920 bereits abgezeichnet hat und wo man heute davor steht. Sodass man den Eindruck hat,
Es bleibt einem eigentlich, wenn man sich mit Rudolf Steiner beschäftigt, kaum noch etwas übrig, selbst zu entdecken, beziehungsweise selbst Fragen zu stellen. Von daher kann ich nicht sagen, Rudolf Steiner ist zu früh gestorben, sondern in dem, was Rudolf Steiner anregt, liegt immer eine Sache als Aufforderung zugrunde. Die Anthroposophie möchte er als Erkenntnismethodik verstanden wissen, nicht als ein Buch, wo es zu jeden Lebensfragen Antworten gibt. Und insofern, meine ich, ist die Aufgabe für die Waldorflehre, speziell um Erziehung geht es ja jetzt, für die Waldorflehre diejenige, wie finde ich, da bin ich absolut in Kontext mit Herrn Postmann, wie finde ich diese neue Erzählung des Menschen und der Welt? Und in der Art, wie ich als Lehrer mich dieser Aufgabe zuwende und mich bemühe, zu einer neuen Erzählung zu finden, meine ich, wird Hoffnung entstehen für eine vielfach schon hoffnungslos gewordene Situation. Herr Richter, I have a question for you. Would you tell us about one thing where Rudolf Steiner was completely wrong? Herr Richter, könnten Sie uns sagen über eine Sache, wo Rudolf Steiner total falsch lag? Da gibt es zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist die, dass ich weiß, was richtig ist. Und das weiß ich nicht, ob mein Richtiges dann tatsächlich dem entspricht. Die andere Antwort ist, dass ich an einigen Stellen von Rudolf Steiner falsche Jahresangaben gefunden habe, auch in Bezug auf seine eigene Biografie. Und da kann man eindeutig sagen, kann ich einige Dinge belegen, die sich nicht bewahrheitet haben. No, I think you have to do better than that. Sie müssen noch besser machen. I can't believe that Rudolf Steiner was a greater thinker than Sigmund Freud, and yet we could spend the whole afternoon talking about all the mistakes Freud made, all the things he claimed that are probably not true. Certainly there must be stuff that Steiner said that is not true, that was inapplicable, and that a rational person would reject. Tell us. Herr Postmann sagte, er kann nicht annehmen, dass Rudolf Steiner ein größerer Denker wäre als Sigmund Freud. Und wir wissen alle, dass Freud viele Fehler gemacht hat, Sachen, die wir jetzt wissen, dass sie falsch sind. Also er muss daran glauben, dass es gibt Sachen, also es muss Sachen geben, wo Rudolf Steiner auch grundsätzlich falsch war. Und ja, die müssen wir finden. Wir könnten den ganzen Nachmittag darüber diskutieren, aber es muss Orten, also Stellen geben, wo diese falsch sind. Es ist überhaupt keine Frage, dass es solche Dinge zu finden gibt. Ja? Überhaupt keine Frage. Gerade in Bezug auf Erziehungsprobleme stellen wir uns oft in gemeinsamen Gesprächen, in Fachgesprächen, die Fragen, ist das, was Rudolf Steiner als Erzählung, als Bild des Menschen hat, tatsächlich richtig? Ja. Was ist davon zeitbezogen gewesen? Was hat sich bezogen auf seinen Erfahrungsbereich? Was
hat sich bezogen auf die damalige wissenschaftliche Situation, die sich gravierend weiterentwickelt hat. Und so könnten wir, da stimme ich Ihnen völlig zu, eine ganze Liste von Fragen, die wir auch haben, gemeinsam diskutieren. Ich möchte jetzt darauf noch eine kleine Sache weiterführen. Dasjenige, was bei Steiner, meine ich, ganz gut ist, ist, dass er bei einer Reihe von Büchern, die er geschrieben hat, den Leser genau auf dieses Problem aufmerksam macht. Ich habe dieses Buch zu der Zeit geschrieben. Diese Möglichkeiten des Verständnisses habe ich gehabt. Wenn ich dieses Buch jetzt zum zweiten, zum dritten Mal umarbeite, dann gibt es einige Kapitel, die sind völlig neu, die sind völlig anders gefasst. Das heißt nicht, dass ich damals falsch war, nur falsch in Bezug auf meine jetzige Erkenntnissituation. Well, okay, you obviously you don't want to tell me. I mean, this is a school, it's not a church. So this would be the place, even though it's a Steiner school, for us to say, because he was human, he was fallible, he was wrong about things. Freud was wrong about things. Newton, it turned out, was wrong about things. So I was just wondering if you would tell me something specific where you would say Rudolf Steiner did not know what the hell he was talking about on this particular matter. What does it bring you in this situation of the conversation? What? Why do you want to have this point clear? Well, because I'm trying to emphasize part of the idea of rationality is that we do not sanctify, is there such a word? Sanctify anyone. As soon as we sanctify someone, I think we're in trouble. So I have no doubt that Rudolf Steiner is one of the great thinkers of this century. I have no doubt that Sigmund Freud was one of the great thinkers of this century. But we should spend just as much time criticizing them as praising them. As a matter of fact, probably more time. So that's why I brought it up, because if a speaker, moi, is going to talk about the importance of reason as an educational idea, there's nothing unusual for that speaker to raise a question about some person who is in the process of being continually praised. So that's why I did it. Also, I'm from New York City, so people in New York City are just generally nasty, that's all. Ja, also diese Frage, wo war Stellen, wo Rudolf Steiner grundsätzlich falsch gewesen ist und das noch keine Antwort ist. Wir sind hier in einer Schule, nicht eine Kirche. Rudolf Steiner war auch ein Mensch und deshalb muss er Fehlern begangen sein. Das geht nicht anders. Und er wollte etwas ganz Spezifischer, um den Punkt zu unterstreichen, dass ein Teil von Rationalität ist, dass man nicht einen Mensch verheiligt. Ja?
verherrlicht, heil spricht, heilig. Naja, Sie wissen, was ich meine. Also, wenn wir das tun, dann kommen wir immer in Gefahr, dann wird es ja, Problematik geben. Rudolf Steiner war ein großer Denker, eine der größten Denker in diesem Jahrhundert, aber das war auch Sigmund Freud. Und es ist sehr wichtig, dass wir sie nicht nur anschauen, sondern dass wir dabei Kritik ausüben, nicht nur Lob sprechen. Und wenn wir über den Basis für Erziehung sprechen, dann müssen wir Vorsicht haben mit dieser Lobsprechung, dass wir mehr nach dem Sinn, nach der Rationalität suchen. Listen, I didn't mean to get you all excited by asking this question, and I can answer yours in the back. I cannot do a critique, not even in the tiniest way, of Rudolf Steiner and his work, because I am not familiar enough with it. And it was not my point to for us to engage in any serious way in a critique of Steiner. It just, I think it bothered me a little that I felt I was in a church of some sort. And when the name Steiner came up, I was supposed to go like this or something. And since I was talking about a reason, I thought I should mention that. But if it's upsetting to some of you, I withdraw the question. Maybe you should say that. And then there's just two other remarks. Er wollte mit dieser Frage nicht das Publikum in Aufregung bringen, sondern er hat diese Frage gestellt, weil die Stimmung war eine von, kam ihm vor als eine von einer Kirche und das wollte er angehen. Aber wenn er eine Beleidigung mit der Frage getan hat, dann verzeiht er sich und zieht die Frage zurück. Now, now as to your question, in the back, this is a very a serious question you ask. There are some people who have argued that rationality, indeed the Enlightenment itself, gave us Nazism. That rationality was the logical extension of Auschwitz. And this is a very serious question. I'm writing a book now. The title is Building a Bridge to the 18th Century. I'm making fun of Clinton's Building a Bridge to the 21st Century. But I'm studying the 18th century, which brings me, I mean, I have to read a lot about Vienna, of course. And I'm confronting this question. Did the emergence of reason and all that we mean when we say the Enlightenment, is Auschwitz the culmination of that? Are these people doing what a rational person would do, taking science to its ultimate organization? Now, my answer is no. This was the triumph of unreason. But I don't think we can
deal with this question here, but I want you to know that I understand your question. I also understand what Mr. Richter was, what he says, and I think what you were saying about creativity and the, in quotes, the non-rational side of us. And the non-rational side is not Auschwitz. It could be the David. It is the David that you showed us. So I understand this. And I struggle with this question. I don't know the... As a matter of fact, if I came up with the answer that reason is leads to Auschwitz, then I think I would have to stop. I don't think I'd be a professor anymore. And I don't think I would write anymore. I would just watch television. I just sit and watch television. But I'm going to have to address the question honestly. I thank you for asking it. All I can say is that I understand how serious this issue is. Herr Postman hat sich für die Frage über Rationalität und das Teil, den Teil von uns, das irrational ist, bedankt. Es gibt ja Menschen, die sagen würden oder plädieren würden, dass Rationalität uns hingeführt oder den Menschen hingeführt hat zu des Narzissmus und auch dann letztendlich nach Auschwitz. Und ja, er ist gerade im Begriff, also im Gange, ein Buch über diesen Fragen zu schreiben. Es wird den Titel haben, Brücke bauen zum 18. Jahrhundert, um auf diese Frage einzugehen. Und die Grundfrage da ist, kann man sagen, dass Rationalität und Age of Enlightenment, Aufklärungszeitalter, direkt hinführen letztendlich zum Auschwitz. Dass dieses das Letztende oder ist von Naturwissenschaft. Und er würde antworten, nein, das ist gar nicht so. Es ist der Sieg von des größten Unrationalität. Also Unsinn. Wirklich da Unsinn. Also, aber er versteht doch die Frage nach Kreativität und diese nicht rationale Seite, dass wir alle in uns tragen. Und daraus entsteht doch so etwas wie die Figur von der David. Er ist gerade im Begriff, mit dieser Frage zu kämpfen, ob Rationalität zum Auschwitz hinführt. Und wenn er dazu hinkommt, Ja zu sagen, dann hört er auf. Dann wird er aufhören zu schreiben und nur Fernsehen schauen. Aber es ist eine Frage, die gestellt werden muss und worauf er eingehen muss und versuchen, ehrlich zu einer Antwort zu kommen. Ich habe einige Male versucht zu sagen, dass es in dem, was Steiner anbietet, nicht um Inhalte, sondern um Methoden geht. Und wenn wir jetzt die Sache wieder für den Unterricht anschauen, dann kann ich verschiedene Punkte herausgreifen, die an verschiedenen Waldorfschulen so gelöst werden, dass man einmal sagt, da hat Steiner absolut geirrt. Und jetzt stocke ich schon, weil
auf der anderen Seite immer die Frage ist, oder hat er den Menschen überschätzt? Ist das der große Irrtum, dass der Mensch, der Lehrer, zu etwas Bestimmten in der Lage sein soll? Zum Beispiel, dass eine Waldorfschule funktionieren kann ohne Direktor. In Kroatien, in Zagreb, an der Schule, an der ich mitarbeite, zeigt die gesamte Situation und wird auch von der Umgebung immer wieder deutlich, größter Irrtum. Diese Schule funktioniert nur, wenn ein Manager da ist. Ist die Frage, ist es ein Irrtum oder ist es Unfähigkeit? Andere Frage. Waldorfschule schließt mit ein, einer der Hauptgrundpfeiler der Waldorfpädagogik, der Klassenlehrer, 8 Jahre wird eine Klasse geführt. Liebe Freunde, ich spreche hier jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen, wo gibt es diese Waldorfschule noch, wo das stattfindet? Ja, gut. Ich frage nicht weiter. Denn den Beweis muss auch diese Schule schuldig bleiben. Überall erlebt man aus den verschiedensten Gründen, wird dieser Grundstein der Waldorfschule in Frage gestellt. Ist es richtig, daran festzuhalten? Ist es eine Überschätzung? Ist es eine Unfähigkeit? Machen wir da etwas nicht mit in der Zeitsituation, was vielleicht andere Formen verlangt? Also wiederum die Frage Irrtum von Steiner. Drittes Beispiel. Technologieunterricht. 1919, 1920, 1921 Vorschlag von Rudolf Steiner A. Der Technologieunterricht muss wesentlicher und integrierender Bestandteil sein in der Oberstufe. Lange als das andere Schulkonzepte geplant hatten. Seine Vorschläge sind kurios, kann man sagen. Spinnen und Weben und dann noch Turbinen. Ja, ist die Frage, gut, heute haben wir andere Probleme mit der gesamten EDV und künstlichen Intelligenz. Es wird immer noch gesponnen, gewoben und Turbinen gebaut. Aber Sie lachen zu falsch. Die Frage geht wieder zurück an den Anfang. Wenn Steiner einen Vorschlag macht, Spinnen, Weben und Turbinen einzusetzen, dann meine ich, ist damit eine Methode und kein Inhalt gemeint. Und wenn wir etwas nur inhaltlich wiederholen, dann finden wir genügend Beispiele, wo wir sagen, da irrt Steiner massiv. Aber er, und vielleicht ist das sein Irrtum, er setzt auf den sich zur Selbstständigkeit entwickelnden Menschen. Das heißt, auf einen, der den Lehrplan neu schreibt und neu denkt unter den jeweils neuen Situationen. Herr Postman hat seine 3 großen Erzählungen genannt. Den Rassismus, den Faschismus, den Kommunismus. Ich möchte meine Erzählungen, die schon früher beginnen, aber mit denen ich heute zu tun habe, dazufügen, nicht wiederholen, aber etwas anders bezeichnen. Meine Erzählungen sind Kopernikus. Meine Erzählungen sind Darwin. Ich meine, alles, was da vorher genannt wurde, sind Folgen von einem darwinistischen Denken auch. Meine Erzählungen sind auch Freud, dass der Mensch hauptsächlich, wenn nicht nur, durch seine Triebe bestimmt ist. Meine Erzählungen sind Kasparov und der IBM-Computer. Also ist es so, dass die Maschine
dem Menschen überlegen ist. Und es muss anscheinend, und insofern wäre das ein interessantes weiteres Gespräch, Kasparov eine ganz dumme Eröffnung wählen für die eine Partie, die er gewonnen hat, weil der Computer damit nicht fertig geworden ist. Kein Schachspieler hätte sonst diese Eröffnung gewählt. Und der Computer, der wird mit diesem Problem nicht fertig, dass jemand dumm ist. Ja? Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Und meine Erzählung ist auch die Erzählung von dem Schaf Dolly, dass die Einmaligkeit des Menschen massivst in Frage gestellt ist. Und auf diese Fragen, auf diese Erzählungen möchte ich jetzt nicht so schließen, dass ich sage, Heiligen verehrend. Da weiß Rudolf Steiner immer eine Antwort. Da gibt er eine Erzählung, ein neues Bild. Das nicht, aber auf der Suche nach einer anderen Erzählung, auf der Suche nach einem anderen Bild, kann man entdecken, dass Steiner eine Methode anzuregen weiß, wodurch ein anderes Bild geschaffen werden kann. Und ich meine, auch Mr. Postman benutzt diese Methode, nämlich den gesunden Menschenverstand. Danke. I think we ought to talk about your question, or something your question stirred, about information. Because someone did ask a question over there, you know, about where do children get their information they're interested in. And this is a subject that I am very interested in, especially as it relates to education, because I am of the opinion that information has now become a form of garbage. Say that. Yeah. Also, heute Nachmittag sollten wir uns mit der Frage über Information beschäftigen. Wo bekommen die Kinder Information? Weil Herr Postman die Meinung stark vertritt, dass heutzutage Information zu Abfall geworden ist oder aus Abfall kommt. And because of that, information is undermining the kind of thing Mr. Richter talked about, and Steiner obviously did, the preservation of human souls and spirit, and those things can be destroyed by what we call information. So I hope we'll be able to talk about that a bit later. Und das ist wichtig, weil Information die Erhaltung von der menschlichen Seele und Geist untergräbt. Und da arbeiten wir positiv entgegen, und deshalb müssten wir heute Nachmittag mehr darüber zusammenreden, diskutieren.